Obwohl ich eigentlich noch einen Haufen an Kritiken zu Filmen, die vor diesen starteten, nachzuholen habe, habe ich mich fast schon dazu verpflichtet gefühlt, diese hier jetzt vorzuziehen, und zwar meine Kritik zu einem Film, der am 29. Januar 2015 in den deutschen und österreichischen Kinos startete, und zwar Birdman oder Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit, im Originalen Birdman or The Unexpected Virtue of Ignorance von Alejandro González Iñárritu. In Birdman geht es um Ring Thompson, der früher als Hauptdarsteller der Birdman-Filme bekannt wurde, und nun versucht er eben am Broadway sein Glück, indem er ein Buch für die Bühne adaptiert. Und er hat jedoch mit vielen Sachen zu kämpfen, wie zum Beispiel der arroganten Neubesetzung Mike Shiner, seiner komplizierten Beziehung zu seiner Tochter Sam, und er muss auch noch mit seinem alter Ego Birdman kämpfen. Und wie das Ganze so aussieht, das seht ihr nun im folgenden Trailer. Wie sind wir nur hier gelandet? Die Bude riecht nach Klöten. Wir hatten alles. Du warst ein Filmstar schon vergessen. Fürchten Sie, die Leute könnten sagen, Sie machen dieses Stück, um gegen den Eindruck anzukämpfen, Sie seien ein abgewrackter Superheld? Absolut nicht. Deswegen habe ich vor 20 Jahren auch abgelehnt, Birdman 4 zu drehen. Birdman 4? Sie drehen Birdman 4? Mal ehrlich, Dad, du tust das nur, weil du eine scheiß Angst hast, genau wie alle anderen, dass du unwichtig bist. Jetzt bist du dabei, das zu vernichten, was von deiner Karriere noch übrig ist. Wir hätten die Reality-Show machen sollen, die uns angeboten wurde. Halt die Klappe. Du weißt, dass ich recht habe. Halt die Klappe. Du bist furchtbar, du furchtbar nervig. Hey, was gibt's? Ruh dich doch ein bisschen aus. Kapierst du es nicht? Du bist das Original, Mann. Wir starten ein Comeback. Du bist Birdman. Du bist ein Gott. Wieso ziehst du nicht deine Flügel und dein Vogelkostüm an? Du erstickst! Lass uns noch einmal zurückgehen und ihnen zeigen, wozu wir imstande sind. Ich kann hier was Bedeutendes schaffen. Das muss ich nutzen. Jetzt der Aufsatz zur Grenze, du machst mir Angst. Okay, Entschuldigung. Bevor ich mit meiner eigentlichen Kritik beginne, möchte ich hier noch kurz erwähnen, wieso mein zuvor angekündigtes Behind the Camera zu Birdman-Regisseur Alejandro González Iñárritu bisher nicht kam. Das liegt daran, dass ich von ihm bisher leider nur Babel und 21 Gramm sah, also Amores Perros und Beautiful noch nicht, weswegen ich mir dachte, dass ich das Behind the Camera dann erst im nächsten Jahr im Jänner machen werde, da dann ja Iñárritus neuer Film und wahrscheinlich Oscar-Werter für 2016 namens The Revenant mit Leonardo DiCaprio und Tom Hardy starten wird. Nun zum Film. Wie ich schon bereits öfters erwähnte, hatte ich eine enorme Erwartungshaltung gegenüber diesem Film, da mich der Trailer und das Grundkonzept einfach fasziniert hat. Ich meine, ich habe den englischsprachigen Trailer ohne Übertreibung circa bereits 40 Mal, wenn nicht sogar noch häufiger gesehen und kann ihn 1:1 mitsprechen. Jetzt, wenn man eine so hohe Erwartungshaltung dem Film gegenüber hat, kann es ja vorkommen, dass man ein wenig enttäuscht wird, weswegen ich diesen Gedanken im Hinterkopf hatte, als ich ihn am 30. Jänner zu, als ich am 30. Jänner zur Premiere in mein englischsprachiges Kino ging. Und der Film wurde wirklich meinen Erwartungen getreu. Nicht nur, dass dies der in meinen Augen beste Film des Jahres 2014 ist, sondern das ist auch einer der besten und kreativsten Filme, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich fand ihn sogar so grandios, dass ich ihn bereits letzte Woche schon ein zweites Mal im Kino ansah. Zach Galifianakis beweist hier wirklich, dass er ein absolut ernstzunehmender Schauspieler ist. Er spielt Jake, das ist Rings bester Freund und Anwalt, und auch wenn er großteils ziemlich ernst spielt und sein Charakter Wutausbrüche zeigt, bekommt er am Ende des Films in einer genialen und auch ziemlich mediensatirischen Sequenz, die ich hier aber nicht spoilern will, die Möglichkeit, erneut sein Talent als Comedian zu zeigen. Hätte ihn dafür sogar eine Oscar-Nominierung in der Kategorie Best Supporting Actor gegeben, hätte Robert Duvall wirklich leicht durch ihn ersetzen können. Naomi Watts war auch wirklich toll als die Bühnenschauspielerin Leslie, und jeder Schauspieler hat eben seine Schlüsselszene, und ihre war, dass als eben Mike, mit dem sie mal zusammen war, sie fast auf der Bühne vergewaltigt und sie dann in den Tränen von der Bühne rennt, probiert eben Andrea Riseboroughs Charakter sie aufzuheitern, bis dann
bis dies dann so ein Kuss herausläuft. Wirklich tolle Szene, toll gespielt. Also Naomi Watts habe ich wirklich schon lange nicht mehr so gut gesehen wie in diesem Film. Emma Stone, die mir bisher zwar immer sehr sympathisch war, konnte mich aber schauspielerisch noch nicht überzeugen, bis jetzt. Also hier hat sie wirklich eine tolle Leistung als Regans Tochter Sam abgeliefert und verdient absolut ihre erste Oscar-Nominierung. Und in meinen Augen verdient sie sogar zu gewinnen. Ich fand ihre Leistung sogar ein wenig besser als die von Patricia Arquette, die aber wahrscheinlich größere Chancen auf den Sieg hat. Ihr Charakter ist gerade eben aus der Entzugsklinik entlassen worden und sie fühlt sich eben ständig von ihrem Vater missachtet. Ihr bester Moment ist eine Szene, in der sie ihren Vater komplett anschreit und ihn so quasi sagt, dass er mal mehr mit der Zeit mitgehen soll. Und dies ist auch eine der emotionalsten Sequenzen des ganzen Films. Wirklich, wow. So eine Sequenz hätte ich vor allem in einem Long Take Emma Stone nicht zugetraut. Edward Norton ist hier nach langer Zeit endlich mal wieder in einer größeren Rolle in einem Film zu sehen und bietet in meinen Augen einer der besten Performance seiner Karriere. Also man kauft ihm diese arrogante, prätentiöse Art seines Charakters Mike Shiner wirklich ab und er gibt seinem Charakter auch wirklich Tiefe. Als er am Dach des Theaters Emma Stones Charakter Sam erzählt, wie gerne er mal wieder so jung wäre, in dieser Szene habe ich wirklich, obwohl mir sein Charakter anfangs total unsympathisch war, mit ihm mitgefühlt. Und in den Wortgefechten mit Regan konnte er auch mal wieder, wie schon in mehreren Wes Anderson-Filmen, erneut sein Comedy-Talent unter Beweis stellen. Super. Bisher mein Favorit in der Best Supporting Actor-Kategorie. Nochmal, alle Schauspieler an die Wand spielt hier jedoch Michael Keaton in der Rolle seines Lebens. Ich glaube, man hätte niemanden perfekteren für diese Figur casten können als den ehemaligen Batman-Schauspieler. Die Rolle ist wie auf ihn zugeschnitten. Ich meine, wie viele Facetten er in diesem Film einfach zeigt. Vor allem diese Wutausbrüche, als er sich einbildet, mit Birdman zu kommunizieren. Die Auseinandersetzungen mit Edward Norton, der Dialog mit seiner Tochter, die emotionalen Gespräche mit seiner Ex-Frau und natürlich die Brillanz, die er auf der Bühne in seinem Stück What We Talk About When We Talk About Love vor allem am Ende rum zeigt. Machen alles das aus, was reicht, um dies die beste schauspielerische Leistung 2014 zu nennen. Wenn nicht sogar einer der besten Performances aller Zeiten. Er muss den Oscar gewinnen und nicht Eddie Redmayne. Auch wenn er gut war, hat er lang nicht so viel zu spielen wie der gute alte Mr. Keaton. Der Score des Films war auch absolut brillant. Bevor ich reinging, war ich ein bisschen skeptisch, ob Drumbeats wirklich als Filmmusik funktionieren würden. Und siehe da, sie tun es absolut. Die Gefühle Rings werden immer perfekt durch diesen Score untermalen, vor allem wenn er voller Wut ist. Also wirklich absoluten Respekt an Schlagzeuger Antonio Sanchez, der hier für den Score eigens komponierte. Der Score besteht jedoch nicht nur aus der Schlagzeugmusik, sondern auch aus klassischen, bereits existierenden Stücken, die einfach wunderschön waren. Vor allem die Musik, als sich Regan einbildete, er würde über New York fliegen. Dieses klassische Stück, das in der Szene im Hintergrund lief, hat einfach dem Ganzen ein Gefühl von Freiheit gegeben. Diese Szene war einer meiner Lieblingsszenen des Films und durch den Score auch einer der wunderschönsten Filmsequenzen, die ich je in meinem Leben sah. Sehr schade, dass der Score nicht für den Oscar zulässig ist. Die Kameraarbeit des Films seitens Emmanuel Lubezki, was soll ich dazu noch sagen? Wow. Wie es ihm als Director of Cinematography gelang, den ganzen Film wie ein Single Shot aussehen zu lassen und abgesehen von der letzten Sequenz alle Cuts nur an nicht sichtbaren Stellen reinzugeben, hat mich umgehauen. Jede einzelne Plansequenz sah toll aus und war perfekt geframed. Mir hat auch sehr diese Szene mit dem Übergang zwischen Tag und Nacht gefallen, in der anschließend die Kamera in Regans Proberaum reinschwenkt. Was für ein genialer Shot. Jedoch mein Lieblingsshot des Films ist wahrscheinlich die Plansequenz, in der Regan in Unterhose über den Times Square rennt und dabei von extrem vielen Leuten angesprochen wird. Wow, eine solch lange und aufwendige Plansequenz auf einem crowded place wie dem Times Square so gut hinzukriegen, hätte ich nicht für möglich gehalten. Emmanuel Lubezki muss dieses Jahr einfach erneut den Oscar bekommen. Sehr schade finde ich, dass der Film nicht für den Schnitt nominiert wurde. Könnte vielleicht daran liegen, dass es zu wenige Schnitte waren, um zulässlich für die Kategorie zu sein, aber keine Ahnung wieso. Der Film sollte meiner Meinung nach auch in der Kategorie Bestes Originaldrehbuch gewinnen, denn das Skript von Alejandro González Iñárritu, Nicolas Giacabone, Alexander Di Nelaris Jr. und Armando Bo war so gut, dass es sogar verdient hat, dass ich all diese komplizierten Namen hier ausspreche. Ich meine, auf so geniale Lines wie zum Beispiel Popularity is the slutty little cousin of prestige oder Oh honey, you're an actress, muss man wirklich erstmal kommen. Ich meine,
auch, dass das Drehbuch vollgestopft war mit Referenzen an die Filmindustrie. Ich meine, diese ganzen Anspielungen anfangs, als Regan eben mit Zach Galifianakis Charakter spricht und er ihn fragt, was für Schauspieler man als Ersatz nehmen könnte. Am Anfang sagen sie nämlich, ich glaube, Jeremy Renner kommt ins Gespräch, auch Ryan Gosling kommt ins Gespräch. Solche Referenzen fand ich einfach genial. Oder auch zum Beispiel solche Lines wie zum Beispiel, als Riggins Freundin sagt, dass sie doch nicht schwanger war und sagte, hopefully we did not get another Justin Bieber. Solche Lines fand ich einfach auch genial. Am genialsten fand ich fast, als Regan mit Birdman kommunizierte und ich mich persönlich schon fast von Birdman angesprochen fühlte, als er eben sagte, dass Leute heutzutage nur noch Action wollen und nichts mehr Tiefsinnigeres im Kino sehen wollen, um sich einfach unterhalten zu fühlen. Und so kann man heutzutage nur noch Massen anlocken. Da habe ich mich wirklich angesprochen gefühlt. Ich habe mir sogar das Zitat extra rausgeschrieben. People want action. Give them what they want. Not that depressing philosophical bullshit. Wie kommt man auf solch geniale Lines? Also Respekt an alle vier Screenwriter. Ich glaube, die haben vorhin auch schon an anderen Werken Iñárritus mitgearbeitet. Apropos Iñárritu. Ich hätte ihnen nie so ein Werk zugetraut. Vor allem nach Szenen von Babel und 21 Gramm. Im Ton und von der ganzen Attitüde sind die vorherigen Filme ja komplett anders gewesen. Also ich meine, seine vorherigen Filme haben einfach nur probiert, Realität darzustellen. Und es waren auch tolle Filme. Es waren eindeutig tolle Filme. Aber so ein kreatives und innovatives und auch satirisches Werk wie Birdman und auch witziges Werk, habe ich noch nicht erwähnt. Der Film ist auch einer der mit Abstand witzigsten Filme, den ich wahrscheinlich in den letzten Jahren gesehen habe. Ich bin sehr schwer zum Lachen zu bringen und ich habe mir ab und zu an manchen Stellen den Arsch abgelacht. Vor allem bei den ganzen Fights zwischen Michael Keaton und Edward Norton. Also wirklich, was ich noch nicht erwähnt habe, das muss ich eigentlich als Kritik erwähnen. Es gibt eine Sequenz, in der Regan eben eine Theaterkritikerin komplett fertig macht, da sie sein Stück komplett zerstören will, da er ja einfach nur Hollywood-Schauspieler ist und kein ernstzunehmender Schauspieler ist. Was er zu ihr dann sagt, genau so empfinde ich über manche Kritiker, denn es gibt einzelne Kritiker, die ich wirklich nicht ausstehen kann, schon so voreingenommen, bevor sie einen Film anschauen, über einen Film sind, dass sie ihn einfach komplett zerstören, ohne ihn wirklich überhaupt analysiert zu haben. Einer dieser Kritiker, den muss ich einfach hier erwähnen, ist beispielsweise Rex Reed von der Observer-Zeitung. Wenn man jetzt zum Beispiel alle Birdman-Wertungen auf Metacritic durchliest, wird man eine negative Wertung finden. Die hier ist vom Rex Reed. Dies ist genau ein solcher Kritiker, der Werke einfach zerstört, ohne sie gesehen zu haben. Beispielsweise hat er einmal, glaube ich, eine Kritik zu VHS 2 gemacht. Er ist nach 20 Minuten aus dem Film rausgegangen, hat ihn komplett zerstört. Ich kann Kritiker nicht ernst nehmen, die dafür bezahlt werden, dass sie Filme sehen und währenddessen sogar rausmarschieren. Also, genialer Dialog. Also, genau so empfinde ich auch über manche Kritiker. Was habe ich den Ganzen noch hinzuzufügen? War eh schon eine sehr, sehr lange Kritik. Also, wirklich, schaut euch alle, falls ihr die Möglichkeit habt, den Film irgendwo in der Nähe zu sehen, den Film im Kino an. Und wenn möglich, auf jeden Fall auf Englisch. Also ich werde ihn mir höchstwahrscheinlich sogar noch ein drittes Mal im Kino anschauen. Ich werde ihn mir auch auf jeden Fall, wenn er erscheint, auf Blu-ray kaufen. Birdman ist in meinen Augen Iñárritus Meisterwerk bisher. Sein mit Abstand bester Film. Also ich habe eben Amores Perros und Beautiful noch nicht gesehen, aber ich glaube nicht, dass die an diese Qualität rankommen. Sollte auch in meinen Augen Best Picture gewinnen, auch wenn es wahrscheinlich Boyhood tut. Und ich meine, ich habe auch Boyhood geliebt. Boyhood war ein absolut großartiger Film und ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Aber Boyhood bekam 9,5 Punkte. Und Birdman bekommt jetzt 10 von 10 möglichen Punkten. Absolutes Meisterwerk in meinen Augen.